Hallo liebe Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play GTA 5. Ja, nach der letzten Folge haben wir leider Gottes ein paar Hunde getötet, das tut mir natürlich leid. Ach Mensch, nein, das war Kojoten waren das. Na egal, ob Hund, ob Kojote, ob Katze, ob Meerschweinchen, ist egal. Ich habe ein Herz für virtuelle Tiere, auch im wirklichen Leben für Tiere halt. So, und die Frage ist, was machen wir denn mal? Ach Mensch, wir haben gleich mal hier ein Fragezeichen. Komm, wir fahren mal jetzt ein Fragezeichen. Machen wir mal so ein bisschen Fragezeichen noch. Oder? Oder ich glaube nicht. Weil, wenn ich mich recht entsinne, ist das hier Randale. Und Randale ist nichts anderes als wildlos rumballern. Wenn wir jetzt kein anderes, obwohl wir haben jetzt nichts anderes. Ach komm ja, ach. Ey, warum mach ich denn jetzt hier noch so ein Dingens? So. Was? Achso, okay. Oh, sorry. Hä? Ich bin bloß zurückgefunden, dass. Ja, das muss ich nicht verstehen. Komm. Was soll's? Auf die Schnauze gibt's. Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on. My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing. All right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, creepy old motherfucker! That's right. I said it. Creepy. Old! Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on! What? 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 Sorry! Now, where sorry. Were we come exactly, on, huh? Get up! Ah. Sorry, man, we're help sorry! Me. Help! There's a guy with a gun! So, Randall, ich hab's doch gesagt, ihr Schweine! Kleinen Drecksäcke. Auf die Schnauze gibt's. Auf die Schnauze gibt's. So, und das ist gar nicht so leicht, weil jetzt halt mehrere Typen sind. Wow, hier tritt Gas aus. So, und wir müssen halt eine bestimmte Anzahl von Typen töten. Und das ist gar nicht so leicht. Ach du Scheiße. Natürlich der Trevor außer sich hier. Uah. Kacke. Nein! Kacke! Scheiße, ich glaube, ich muss dir mal ein bisschen Unterschlupf suchen. Man hat zwar ein bisschen mehr Leben, also man hat gleiches Leben, aber es ist halt nicht so leicht, weil da am Ende halt viele Idioten sind, die da haben. So, komm hier auf die Schnauze. Man muss halt gleich angreifen, sagen wir es mal so. Ach du Scheiße, Alter, er kriegt ja volle Kanne hinten aufs Maul. Hier oben sind auch welche. Wir kommen jetzt einzeln hoch, das wäre cool. Ja.
So, komm, explodier, da sind welche. Na gut, wir trauen uns mal wieder runter. Oh, alter Schwede! What is this, a family reunion? Was? Ach, Alter. Das ist halt nicht so leicht. Aber ich glaube, das war gut. Deswegen versuchen wir es weiter. Und ich bin heute ein bisschen sauer. Deswegen auf die Schnauze. So, wir müssen uns vielleicht ein bisschen paar Unterschlupf suchen. Alter, ich kriege ja von jeder Seite auf die Kanne. Das ist schon ein bisschen unverschämt, dass das hier nicht so viel Leben abgezogen wird, aber es wird halt schon Leben abgezogen. Hilfe! Ach du Scheiße. You insult me in my hometown. So, na komm, wo seid ihr? You want redneck? Oh, I'll give you redneck. So, und jetzt heißt es Rennen geschafft. Und jetzt schmeißt er auf die Buff auf den Boden. Randale 1 abgeschlossen. Ach, Alter. Das ist aber manchmal eine Schießerei, du. So, hier liegen überall die Toten. Naja. So, steigen wir mal hier ein. Noch vorher ja das Radio ausschalten. Zack. Und ich glaube, jetzt fahren wir mal zu Trevor. Wir haben gerade 8 Minuten aufgenommen. Zu Trevor. Jetzt da lang. So, wartet mal. Ich mache mal gerade einen Screenshot. Haben sich ja auch viele gewünscht. Zack. Und so geht das halt. So, weil ich halt immer halt die billigen Bilder nehme. Jetzt müssen wir halt ein bisschen warten. Zack, da haben wir einen Screenshot. So, und weiter geht's. Haben wir das halt auch mal gemacht, ne? Kann man machen. Sonst habe ich immer die langweiligen Bilder mit der Brücke und dann hier die Schrift halt drauf. Und jetzt wollte ich es halt auch mal so machen. Bei FIFA 14 brauchen wir es ja nicht so machen. Da gibt es mir immer sehr Mühe mit den Stadien. Von daher, da kann man das so machen. So. Ach, jetzt hab ich gar nicht den Motorrad. Na gut, egal. Ah, super. So ist es halt so ein billiges Screenshot. Hätte man vielleicht ein besseres machen können, aber na gut. Komm, das ist der Anfang von dem Screenshot. Hat man halt erstmal so ein Standbild, dann geht's weiter hier mit dem Spiel, hoffe ich.
Wenn nicht, lasse ich das wieder weg. Okay, und da sind wir schon da. Da parkt auch schon der Ranger. Der Truck von Trevor, Alter, wir sind auch durchschossen aus und er lebt trotzdem. Ist halt noch. Get back here! You're not even hidden! Have you got it? I've been trying, Trevor. I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know, I know. Ach, Alter, voll auf die Kanne. I thought you said you wasn't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townley living in LS. One is 83 and the other one is at kindergarten. I asked a teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? Now, is there anything else? I looked through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda. Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. Don't you ever not tell me things I want to know. Sorry. Run, you little bastard. Get out here. We're going to Los Santos. Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money. And tidy my shit up. Let's go, Wade, come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. You can suck me off. Are we gonna stop for ice cream? So, begib dich zum Wohnwagenpark. Ach du Scheiße, was kommt denn jetzt, Ich glaube, da wird die Folge ein bisschen heute wieder länger werden. Das tut mir natürlich... Na gut, es tut mir nicht leid. Weil ihr habt mehr davon. So, ach du Scheiße, was muss ich denn jetzt machen? Naja, gut. Not as important as the man that's employed you, mentored you. Ach, jetzt pisst das auch noch. So, was ich mal kurz mache, ich halte mal gerade die FPS ein bisschen höher. So, und jetzt läuft das wieder. Muss ich halt manchmal ein bisschen machen, dass das Spiel wieder läuft. So, da läuft es wieder flüssig. Okay. Ist mir eigentlich auch neu, dass es in der Wüste regnet, ne? Obwohl, gibt's das? Das gibt's doch, oder? In der Wüste Regen? Das finde ich übelst geil, die hier die Wassereffekte auf den Straßen, dass die halt so... Wow, Alter, Donner und Blitz. Und mein... Alter, geil. Sorry, ja, das ist geil, das ist geil. Geil. Na gut, so, jetzt sind wir schon fast da. Haben sie schon fein gemacht, die Entwickler, muss man sagen. Das ist alles geil inszeniert. Platziere die Haftbomben an den Wohnwagen. Ach du Scheiße, jetzt dürfen wir wahrscheinlich auch nicht entdeckt werden. Alter, und der Controller vibriert wegen dem Donner hier. Kacke, wie macht man das jetzt am besten? Dürfen halt nicht erwischt werden, ne? Ach du Scheiße.
Okay. Wir müssen halt aufpassen. So, ist da einer? Wow. Warte mal, ich passe jetzt gerade mal auf die Roten, ob da seht ihr auf der Karte, dass die wegfahren. Okay, die sind weg. Die Frage ist, sind jetzt auch die weg hier? Weil ich sehe keine roten Punkte mehr. Na gut. Kacke, da ist noch einer. So, ich glaube, ich mache die erstmal da hinten. Das ist mir Kacke. Alter, gar nicht so leicht. So, hat er mich gesehen? Wo ist denn der? So, hu. Wow. Langsames Herantasten, aber gewitzt. So, hallo, jetzt häng ich gerade hier im Strauch. Okay, die Frage ist, ist der jetzt weg? Kacke, der ist immer noch da. Das ist halt auf der Seite, ne? Ich kann nur nichts sehen. Ich bin mal gerade ein bisschen leiser. So, der klopft da gegen die Türe. Warte mal, ich pass mal gerade auf, was er macht. So, bewegt er sich überhaupt, ist die Frage. So, scheiße, schon 20 Minuten, aber ist halt eine so eine Taktik-Sache, weil man kann erwischt werden. Und den einen jetzt erschießen, das kann man wahrscheinlich nicht, sonst wird man aufgedeckt.
Der guckt doch nur in den Wohnwagen, da klopft da die ganze Zeit dran, aber der geht halt nicht weg. So, und den da hinten haben wir auch noch, Kacke. So, die Frage ist, kann ich den erschießen oder... Scheiße. Ich will jetzt ehrlich gesagt das Risiko gar nicht eingehen. Aber das sind halt zwei Typen. Alter, sind sogar zwei. So, zack. Die haben uns nicht gesehen, ist ja krass. So, da schaffen wir es wahrscheinlich doch noch. Aber jetzt halt bloß noch der eine mit den Typen da. Der andauernd gegen den Wohnwagen klopft. Wo ist denn der? Gar nicht so leicht. Ich sehe den Typen gar nicht. Jetzt haben wir doch alles geschafft, oder? Standen jetzt noch mal das Auto. Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Ich habe da jetzt alle Haftbomben angebracht. Der gelbe Punkt auf der Karte, was ist das? Scheiße, jetzt erwischen die mich bestimmt. Jetzt erwischen die mich bestimmt. Alter, 24 Minuten schon. Na gut. Ist halt GTA, komm. Nein! Nein! Hä, war was? Oder gibt's da einen Zünder?
Nee, gibt's nicht. Kacke. Das verstehe ich eigentlich gerade nicht. Ich hab da jetzt die Haftbomben angebracht. Hä? Alter! Forsch mich nicht spielen. Bin ich jetzt blöd oder bin ich blöd? Oder finde ich jetzt bloß das Auto nicht, weil ich zum Auto zurück muss, aber da steht. Sag nicht, ich muss die Typen loswerden, na hä? Scheiße, fallen, weil da so viele sind. Ne. So, jetzt hab ich die umgebracht, hä? So, das Leben lädt sich wieder auf. Hä? Die Mission verstehe ich gerade irgendwie gar nicht. Ich sollte die Haftbomben anbringen, aber... Hä? Scheiße, ich glaube, wir haben einen Bug entdeckt. Oder ich hab die Folge... Ach, Alter... So, hier ist doch kein Schwein mehr da. Ne, ich glaube, da ist ein Bug jetzt drin. Ich spende mal die Aufnahme. Und... Warte mal, ich guck mal gerade was. Ah, die Musik ist doch noch da. Sorry, aber das verstehe ich echt gerade nicht. So, die Frage ist wirklich... Was? Hä? Willst du mich verarschen? Jetzt geht's auf einmal. Ich habe wirklich jetzt gerade nichts gemacht. Jetzt geht's auf einmal und ich suche hier die ganze Zeit 5 Minuten dran rum, Alter. Jetzt ist auf einmal das Auto da. So, alle, ach ja, da muss er noch einsteigen. Hä, das habe ich jetzt gerade, das habe ich jetzt nicht kapiert. Ich konnte die Typen also am Ende irgendwie... Hä? Oder war das jetzt so ein Bug, dass er am Ende trotzdem noch funktioniert hat? Boah, Alter, wie... Ah, nein! Ne, kann der schwimmen? Ach, Gott sei Dank, Alter. Ich wollte schon sagen... So, die Frage ist, kommt der hier hoch? Scheiße, jetzt bin ich... Nein, ich komme selber nicht mehr hoch. Kacke. Komm mit, Freund. Wir versuchen es auf der anderen Seite. Ach, jetzt bin ich aber auch hier. So ein Tollpatsch aber auch wieder. So, der folgt mir. Ja, das ist ganz gut. Das finde ich ganz gut von GTA.
So, was ich jetzt nochmal ganz kurz mache, ist nochmal hier die FPS-Zahlen wieder runterschrauben. So, jetzt läuft's wieder glatt. So, Alter. Ja, hat eine leichte Überlänge heute, ne? Na ja, gut, was willst du machen? So ein Auto, hallo? Ah, jetzt natürlich kein Auto da. Ach, Alter. Nein! Bleib stehen, Alter. Das gibt's doch nicht. Kacke. Ach. Ja, und dann so eine Gurke. Ja, und der fährt weiter. Super. So, bleib stehen. Ach, Alter. Mann. Sorry, Freunde, aber... Das tut mir leid. Hat's ein bisschen Überlänge. 31 Minuten, na gut. Ist halt nicht so eine Überlänge, aber... Das geht schon. So, ich hoffe, dass wir jetzt nicht weiteres machen müssen. Sonst war es ein bisschen scheiße. Aber wenn wir es gerade haben, da kann man das so machen. So, und da haben wir Moped-Fahrer. Und ihr wisst, was kommt. Bam! Ja, so bin ich halt. So, wir haben es schon halb, ey. Das müsste... Wir haben ja morgen wieder Schule und ich sitze noch an der Aufnahme. Alter Schwede, Mann! Wegen den scheiß Bug hier gerade, ey. Das gibt's doch gar nicht. Müsste eigentlich schon vor einer halben Stunde fertig sein, scheiße. Naja, gut. Dafür macht Spaß. Aber noch so weit weg, ey, das gibt's doch gar nicht. So, Alter, die Karre schlittert, das gibt's gar nicht. So, und jetzt leckt das gerade schon wieder. Ist ein bisschen ungeil. Wartet mal. Jetzt hören die genau jetzt hören die auf zu quatschen, ist klar. So, schalten wir wieder auf 60 FPS. So, jetzt läuft es wieder glatt. Ist komisch, ne? Aber na gut. So, sieht man, jetzt läuft es wieder glatt, ne? Mal gucken, wie viele Sekunden es wieder nicht glatt läuft. Scheiße. So, hui, ja. Ach, schnarch. Das ist ein bisschen scheiße, die langen Autofahrten, na gut. Ach, Alter, wo ist denn das? Ach, du Scheiße, haben wir noch einen ganz weiten Weg, Alter, fahren wir nach Los Santos, kann das Sinn? Das ist doch ja nicht mehr hier Texas, also hier die Range. Ne, das Land meine ich damit. Wir sind in Los Santos. Oh, Los Santos. Ah, okay. Das war also geplant. So aus, Alter, Mensch, aus dem Weg! Mann. La la la. So, da vorne haben wir die Plattform. Oder was auch immer das sein soll. So, zack. Okay. Who's coming to shit on your doorstep, you fuck! So, wartet mal.
Wartet. So, hier, das hat er nochmal ein wunderschönes Screenshot verdient. Wartet. Das ist ein bisschen kompliziert hier immer mit den Ausschneidend. Nein! Nochmal, wartet. Nein! Kacke. Alter, ich bin schon hier völlig durcheinander. So, hier, wartet, zack. So, Screenshot. Lalala. So, zack. Ein Screenshot. Da haben wir's. Okay, Freunde. Ja, da beobachtet er hier. Was? Jetzt müssen wir noch wieder in den Wagen steigen. Willst du mich verarschen? Jetzt müssen wir. Na, willst du mich verarschen? Jetzt müssen wir wieder zurückfahren. Kacke. Scheiße, was machst du denn hier? You were saying what he could do. He couldn't throw, and his coach had a... Ach, wartet mal. Ich mach mal kurz eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns zurück, weil ich glaube, es wird ein bisschen zu lang. Ja, die können ja noch ein bisschen rum... Ach, wartet mal. Können wir nicht... Nein, es geht nicht. Natürlich kann man nicht zwischenspeichern. Kacke. Ach. Wegen dir. Scheiß GTA. Scheiße. Alter, wie lange geht denn das jetzt schon? 37 Minuten, alter Schwede. Kacke. Das war natürlich nicht geplant. Na gut, ich beeil mich ein bisschen. So, derweile belabern die euch ja noch ein bisschen mit den Gesprächen. Ach, alter Mann, ordentlich! Und. Ja, da schreit natürlich rum, aber. Ach, Alter. Well, this was a funny boy. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes he'd go into town. Ich muss wirklich gerade ein bisschen hinmachen, weil wie gesagt, morgen ist Schule. Es tut mir natürlich leid. Wir haben kein Wochenende, Freunde. Wow. Little Trisha did rob people, and little Trisha was good at it. So, ich hoffe, das wird jetzt keine noch eine lange Hauptstory hier. Scheiße. Ach, und jetzt sind natürlich alle Autofahrer gegen mich, Alter, da! Willst du mich schon... Alter! So, wo müssen wir... Ach! Mann, Alter, Kacke! Alter, jetzt fahr... Ach. Kacke, ich glaube, die Koche ist im Arsch. Ah. So, komm, jetzt gib Knete, Mann. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Das ist eine Dreiviertelstunde, hackt. So, da fliegt man noch ein bisschen. Wow. So, und ich hoffe, ich kann jetzt gleich die Folge beenden, weil 40 Minuten, das ist so ein bisschen zu lang. Wow, na super. So, und da sind wir schon da. Okay, okay, okay. Was ist das hier? Müssen wir rein? Ja, wir müssen hier rein. Ach, guck mal. Oh. Doch, Alter, dass er die Treppen nicht hochrennen kann, das verstehe ich nicht. Oh. It's come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you wait. I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here, he's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was called in Evelyn's bed. A guy we've never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. It's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait,
I ain't got no booze. Then you go out and fucking get me something. You go too. Ah, ein Unterschlupf. Jetzt können wir uns auch in Los Santos aufhalten. Das ist sehr gut. So, kommt jetzt bestanden? Jawohl, bestanden. Huhuhuhaha. Wiedervereinte Freunde. Okay. Jetzt mache ich aber erstmal Folgendes. Gehe mal kurz bei Facebook. Nein, nein, natürlich nicht. Ich gehe natürlich auf Speichern. So, zweiten Spielstand. Jawohl. Okay, so macht man das. Okay, und Freunde, da beende ich erstmal diese Aufnahme. Mit diesem tollen Freund. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder bei Let's Play. Ja, ich weiß, er ist auch schon ganz schön müde hier, der Trevor. Ja, wir hören doch gleich auf, Trevor. Ja, wir hören auf. Okay, wir hören jetzt auf und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ciao mit V. Bis dahin, Freunde, auf Wiedersehen. Und jetzt hat er sich am Sack gemerkt. Na gut, tschüss.